Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute das neue Catrice-Sortiment für Herbst-Winter 2022-2023. Ich hatte euch die Produkte ja auch schon vorgestellt, vor 2 Wochen war das, glaube ich. Ich werde euch das Video nochmal hier oben verlinken, falls ihr euch alle Neuheiten noch einmal ansehen möchtet, falls ihr das verpasst haben solltet. Abonniert sehr gerne auch meinen Kanal für Adventskalender-Unboxings. Da kommt nämlich jetzt ja auch demnächst richtig viel und auch was zum neuen Essenssortiment und auch aus diesem Video. Es wird nochmal ein Video mit den Catrice-Neuheiten geben. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dann dabei seid. Und ja, als erstes hoffe ich aber natürlich, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und falls ihr jetzt wissen wollt, wie dieser Look entstanden ist und welche Produkte aus dem neuen Sortiment sich in meinem Gesicht befinden, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Mein Pony habe ich schon weggeklemmt und ich wollte als erstes heute wie immer mit der Base natürlich starten. Und da habe ich ein neues Produkt aus der Clean Ideal-Reihe. Da muss ich sagen, bin ich nicht immer in der Vergangenheit so warm mit geworden. Das ist jetzt hier der Hyper Hydro Serum Primer, der ist auch vegan, ohne Mikroplastikpartikel, Silikone, Mineralöle und da steht extra drauf for sensitive skin. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe nur meine normale Gesichtscreme drauf und dann dachte ich, das wird sich damit bestimmt auch vertragen. Normalerweise trage ich ja Serum und dann die Creme auf, aber ich denke mir so, wenn das ja auch eine Make-up-Base sein soll, dann sollte es sich auch so verhalten können, dass ich sie halt über meine Tagespflege auftrage. Und ich bin ja sowieso so ein bisschen in diesem Hautpflege-Ding jetzt irgendwie drin. Ich probiere mich total gerne aus und habe ja auch in den letzten Monaten viel Neues probiert. Und ja, da wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Ich freue mich. Und wir geben das Ganze jetzt einfach mal auf. Das ist übrigens mit 86% natürlichen Inhaltsstoffen. Frische Formulierung mit Hyaluronsäure. Anwendung: morgens und abends 2 bis 3 Tropfen auf die gereinigte Haut auftragen und sanft einmassieren. Okay, dann ist das doch gar nicht. Ich dachte, ich hätte nämlich in dieser Produktvorstellung vom neuen Sortiment gelesen, dass es auch als Make-up-Base verwendet werden kann. Wir testen es einfach heute mal aus, würde ich sagen. Beziehungsweise ich teste es für euch. Ich habe meine Hände eben gerade gereinigt. Werde es mal mit meinen Händen in mein Gesicht einmassieren. Dass ich meine Gesichtspflege aufgegeben habe, ist aber jetzt schon einige Stunden her. Fühlt sich leicht gelig an. Auch ein bisschen kühlend. Und macht dieses typische Serum-Finish, würde ich sagen. Also, falls ihr Serum verwendet, kennt ihr das bestimmt, dass es sich so ein bisschen klebrig halt anfühlt, wenn das Ganze so anzieht und wegzieht. Wenn ich mir das jetzt so von nahem anschaue, sieht meine Haut auf jeden Fall richtig schön feuchtigkeitsversorgt auch aus. Wirklich überall richtig schön, auch so meine ein bisschen trockenen Hautstellen gerade. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich bin gespannt, wie sich meine Base-Produkte da jetzt drauf verhalten werden, die ich jetzt noch benutzen möchte. Und zwar habe ich mir diesen neuen Cover and Care Sensitive Concealer mitgenommen. Der soll auch nicht parfümiert sein. 16 Stunden Halt. Ich habe die Farbe 002N. Ich habe nämlich auch den anderen Concealer von Catrice, diesen hier, den True Skin Concealer, in genau dieser Farbe und das hat immer am besten gepasst. Und ich habe auch die Foundation in der Farbe, es passt auch sehr gut. Und was ich nämlich eigentlich testen wollte, ist, ob mir der genauso gut gefällt wie der von Essence. Das ist ja wirklich so einer, mein absoluter heiliger Gral. Ich mache damit ja immer eigentlich meine Base, nur sehr selten mit anderen Produkten tatsächlich. Und ja, ich bin gespannt, ob mir der genauso gut gefällt. Und ich würde das Ganze jetzt einfach mal so anwenden, wie ich das immer mache, indem ich das Ganze auf mein Gesicht aufgebe und komplett ausblende. Das ist eigentlich wirklich immer meine Base. Ihr fragt mich so oft danach, wie ich das hinkriege, dass meine Foundation nicht so schwer aussieht oder so staubig oder so cakey. Es liegt meistens einfach daran, dass ich gar keine Foundation trage. Das ist jetzt erstmal so die Menge, die ihr eben gesehen habt, die ich schon aufgetragen habe. Ich ergänze das dann immer, wenn ich das schon ausgeblendet habe, noch so ein bisschen an meinen Wangen und so ein bisschen noch auf meiner Stirn. Und das ist eigentlich alles. Oft nutzen Leute ja wirklich das meiste Produkt in der Mitte des Gesichtes und lassen das dann so auslaufen nach außen, damit es einfach am natürlichsten aussieht, auch so zum Haaransatz hin und zum Hals und alles. Ich persönlich habe überall eigentlich die gleiche Deckkraft und die gleiche Menge. Besonders eigentlich in der Mitte meines Gesichtes achte ich darauf, dass es nicht zu deckend ist, weil ich einfach auch einige Sommersprossen habe. Und ich finde einfach, dass es dann so ein bisschen natürlicher aussieht in meinem Gesicht und so ein bisschen frischer, weil meine Nase so
sonst zu trocken ist, wenn da sehr viel Produkt aufliegt. Meine Ohren sind so unfassbar rot gerade, weil die immer sehr, sehr leicht erröten und es einfach gerade hier sehr heiß ist. So, Fazit zum Concealer. Ich muss sagen, er ist nicht so cremig wie der hier von Essence. Der ist einfach so, ja, verteilt sich quasi so von selbst gefühlt. Hier muss man mehr Arbeit reinstecken. Er ist so ein bisschen pastiger, wäre jetzt übertrieben, aber definitiv ein bisschen fester, aber auch deckender als der von Essence. Bei mir kribbelt das Gesicht sehr, sehr schnell, wenn ich eine Foundation, einen Concealer oder vor allem bei Pudern bin ich sehr empfindlich, nicht vertrage. Und hier ist alles gut. Meine Sommersprossen scheinen noch durch. Ein paar andere Imperfektionen, die ich gerade habe, sieht man auch noch durch. Aber ein total schönes, natürliches Finish. Gefällt mir gut. Ich muss es jetzt auf jeden Fall aber noch ein bisschen abpudern, da das durch das Serum wirklich so ein bisschen klebrig ist. Oh Mann, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich hatte mir auch eigentlich eins von diesen neuen Air Blushes gekauft. Oder ich dachte jedenfalls, dass ich es gemacht habe. Ich musste meine Bestellung bei Catrice zweimal aufgeben. Das hat alles irgendwie nicht so funktioniert. Ich werde euch übrigens alle Produkte in der Infobox verlinken, die ich jetzt benutze aus dem neuen Sortiment von Catrice. Auf der Seite von Cosmetic for Less, wo ihr die Sachen nämlich auch bekommen könnt, könnt ihr mit meinem Code nämlich 15% sparen. Der gilt auch auf das gesamte Sortiment immer. Und falls ihr mich noch unterstützen wollt, könnt ihr sehr gerne etwas über meinen Link von Cosmetic for Less kaufen, weil der Code ist nämlich nur für euch, da verdiene ich nichts dran. Und ja, scheinbar habe ich irgendwie das beim zweiten Mal dann vergessen, da noch mit zuzupacken. Das nervt mich jetzt gerade richtig toll, denn ich habe mich voll darauf gefreut. Wo wir gerade bei Cosmetic for Less sind, ich benutze jetzt einfach erstmal meinen Bronzer von Manhattan. Den gibt es nicht bei Cosmetic for Less. Den nutze ich eigentlich in letzter Zeit immer. Und dann werde ich einen Blush benutzen, was ihr bei Cosmetic for Less bekommen könnt von einer richtig coolen Marke. Übrigens, das ist nicht gesponsert oder so, dass ich das hier erwähne. Das ist einfach nur, weil ich im Nachhinein mir gewünscht hätte, direkt bei Cosmetic for Less zu bestellen. Aber sie haben es halt einen Tag später erst gehabt. Und weil ich nicht warten konnte, aus verschiedenen Gründen, weil ich muss ja auch hier sein, wenn ich das Paket annehme, habe ich bei Catrice bestellt. Und letztendlich hat es dann leider sogar ein bisschen länger gedauert. Aber es ist, wie es ist. Und dann habe ich jetzt noch was vergessen. Selbst schuld. Und das Blush, was ich nämlich jetzt auftrage, könnt ihr bei Cosmetic for Less bekommen. Das war auch damals in meiner Box mit Cosmetic for Less von Eveline, der Feel the Blush in der Farbe 04 Tea Rose. Das ist nämlich so ein richtig tolles Braun-Aprikot. Ja, ganz schwer zu beschreiben, eine ganz besondere Farbe. Und jetzt, wo es so langsam Herbst wird, werde ich das wieder rauskramen. Das ist so toll. Das passt auch richtig gut zum Look, den ich heute im Kopf habe. Ich werde mir dann aber wohl bei meiner nächsten Cosmetic for Less Bestellung das neue Blush von Catrice nochmal mitbestellen. Oder wenn es dann hier in die Theken einzieht, mal sehen, was zuerst passiert. Ich liebe dieses Blush. Es ist einfach total toll. Und das, was ich mir ausgesucht hatte eigentlich bei Catrice, wäre ähnlich gewesen. Also dieses Aprikostichige. Und ja, ich würde sagen, ich mache mir einmal schnell die Augenbrauen, damit wir dann auch direkt schon mit den Augen weitermachen können. Das wird auf jeden Fall spannend. Weiter geht's mit den Augen und da habe ich jetzt wirklich die Qual der Wahl, denn ich habe 3 Paletten bestellt. Und 2 davon vor allem, damit ich sie euch jetzt zeigen kann, weil ich mir gerade ein bisschen unsicher bin, welche ich benutzen werde und ich werde heute nur eine davon benutzen, aber ihr werdet die auf jeden Fall in zukünftigen Videos noch sehen, die jetzt auch in naher Zukunft kommen. Ich habe mir einmal die Five in a Box Palette gekauft, die neue, weil ich eigentlich bisher alle davon gut fand, bis auf die blaue. Die fand ich furchtbar, aber ich dachte so, das ist einfach so eine zarte Herbstpalette, finde ich. So mit so Cool Tones und mit diesem Khaki hier gefällt mir richtig gut, aber ich denke, die wird es heute auf jeden Fall nicht werden. Die ist auf jeden Fall Standardsortiment. Ganz wichtig. Bei den nächsten beiden, über die bin ich gestolpert. Und zwar diese hier. Ich hatte dann dazu irgendwie noch gar nichts gesehen und war so, wo kommen die denn jetzt her? Weil die waren nämlich nicht in dem normalen Ankündigungsteil vom neuen Sortiment. Es sei denn, ich habe das irgendwie übersehen, aber ich denke nicht. Ich hatte nur gesehen, dass es
das auf jeden Fall geben wird und eben auch diese kleinen Paletten, weil die sind so für mich halt nicht. Es gibt jetzt auch zwei neue Paletten von Essence. Die werde ich euch jetzt hier auch schon mal einblenden, damit ihr sie noch bekommen könnt, falls ihr sie gerne haben möchtet. Ich habe die eine davon auf der Glow gekauft und als ich die gesehen habe, war ich so, was ist das? Ich habe die noch nie gesehen, ich habe die noch nirgendwo angekündigt gesehen und es gab eigentlich keine Neuheiten dort zu kaufen. Das hatte mich sehr verwundert, dann diese Palette dort zu sehen. Ich habe sie mitgenommen und jetzt habe ich festgestellt, es ist eine limitierte Online-Exclusive-Palette. Es gibt auch noch eine neutrale Variante, ihr habt jetzt ja gerade beide gesehen und auch die werde ich euch unten verlinken. Da könnt ihr nämlich auch 15% mit meinem Code dann drauf sparen. Und bei denen hier bin ich mir nicht sicher, ob Standardsortiment, Online-Exclusive oder was auch immer. Ich zeige euch mal, wie sie von innen aussehen. Einmal haben wir hier die Rainforest Haze Palette. Die hat natürlich meinen Namen geschrien. Ich finde sie traumhaft schön. Von innen sieht sie so aus. Also Gold und Grün stehen hier, ja, bilden hier quasi das Programm. Eine wunderschöne Color Story und etwas, was mein Herz höher schlagen lässt, auf jeden Fall. Es gibt insgesamt nur drei matte Töne hier und zwar den Grünton und die beiden Nude-Töne hier. Was ich ein bisschen schwierig finde, ich hätte mir vielleicht noch einen so einen richtig dunklen Braunton gewünscht, um das auch so ein bisschen schön abdunkeln zu können. So arbeitet man auf jeden Fall relativ monochrom damit. Dann gibt es in dem gleichen Format die Sandy Days Palette, die von innen so, also so sieht sie von außen aus, so sieht sie von innen aus. Und ja, auch hier eine sehr monochrome Color Story. Hier haben wir auch wieder nur drei matte Farben, und zwar einmal diesen Ton und diesen Ton. Auch eine Herausforderung, auch hier hätte ich einen matten, dunklen Ton wirklich toll gefunden, aber ich werde mal sehen, wie dunkel der hier dann wirklich auf dem Lid sein kann. So ein richtig dunkles Burnt Orange hätte ich, glaube ich, hier toll gefunden in Kombination. Ja, und jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl und tatsächlich, weil es in letzter Zeit so bunt war, werde ich heute einen neutralen Look schminken. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. Ich mache das wirklich super selten, obwohl ich das auch immer liebe, wenn ich es trage. Und ja, damit starten wir heute. Wie gesagt, ich werde euch alle Produkte in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr mal vorbeischauen, falls euch was interessiert. Und diese hier werdet ihr aber auf jeden Fall auch noch auf meinem Kanal sehen. Wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Ich wollte ja auch diesen Under Eye Corrector von Catrice aus dem neuen Sortiment haben. Dieses Peachige gegen diese Augenschatten. Ihr seht auch, momentan, ich brauche es jetzt gerade überhaupt gar nicht. Also normaler Concealer reicht. Aber ich finde, man sieht einfach, wenn man das nur so aufträgt, super frisch aus. Und das gab es bei Catrice einfach nicht, als ich bestellt habe. Auch das wird auf jeden Fall auf meine Wunschliste kommen, wenn ich das nächste Mal bei Cosmetic Paradise bestelle. Weil ich das einfach so genial finde. Man sieht so frisch und so wach aus. Ja, wir starten auf jeden Fall jetzt hiermit. Ich freue mich. Ich glaube, wir könnten heute nochmal so ein Halo-Eye schminken. Und versuchen wir tatsächlich dann auch mal mit den Schimmertönen so ein bisschen in der Lidfalte zu arbeiten. Das mache ich ja wirklich eher seltener, aber wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ich starte mit dem matten Ton hier, das warme Orange-Braun, und setze es erstmal in meine Lidfalte, ein bisschen über mein gesamtes bewegliches Lid, damit man am Ende halt noch so ein bisschen was davon sehen kann und alles so ein bisschen schöner ausgeblendet ist. Ich habe mich jetzt einfach erstmal treiben lassen und ihr seht jetzt ja auch den Look und habt ihn ja auch schon am Anfang vom Video gesehen. Und ich erkläre euch kurz, wie ich das gemacht habe. Also nachdem ich das Orange so überall aufgegeben habe, habe ich versucht, so eine Art Halo Eye zu kreieren, was natürlich mit hellen Farben immer ein bisschen schwieriger ist, aber hat super funktioniert. Dafür habe ich diesen ganz besonderen Orangeton hier genutzt. Ich muss aber sagen, dann tatsächlich auf dem Lid hat sich das nicht mehr so sehr unterschieden von diesem ganz klaren Gold, was ich dann ja in die Mitte gesetzt habe. Also das sah dann doch auf dem Lid sehr ähnlich aus, außer dass dieser Orangeton so super interessante Reflexe zusätzlich noch hat. Sieht man aber natürlich immer nur, wenn das Licht dann im bestimmten Winkel auch drauf fällt. Dann habe ich als nächstes die Farbe Sand benutzt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Reihenfolge gemacht habe, aber ich glaube schon, um das Ganze in meinem Innenwinkel zu geben und auch unter meine Augenbraue ein richtig tolles grün-gelbes Augenbrauen-Highlight und Innenwinkel habe ich jetzt auf jeden Fall. Ich finde es richtig, richtig schön. Und dann habe ich noch, weil mir wirklich diese Dunkelheit gefehlt hat, mit einem Schimmerton arbeiten müssen, um das noch abzudunkeln, innen und außen, um eben diesen Halo-Eye-Effekt überhaupt hinzubekommen. Und habe dann diesen braunen Ton hier benutzt dafür, um das Ganze eben innen und außen dunkler zu bekommen. Und das hätte ich tatsächlich lieber halt mit einem matten Ton gemacht. Deswegen finde ich die Palette auf jeden Fall nicht ganz perfekt, aber die Schimmertöne sind
der Wahnsinn und ich liebe auch den Look. Total toll und das sieht halt wirklich aus wie so Wüste und Sonnenstrahlen und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich mag den Look total und ich freue mich jetzt umso mehr auch auf die grüne Palette. Ich denke mal, das wird dann eine sehr ähnliche Qualität sein, beziehungsweise ich hoffe es mir natürlich. Und dann machen wir weiter mit den Augen. Ich habe mir eine neue Mascara gekauft. Im letzten Sortiments-Update von Catrice gab es die auch schon, meine ich, die Lift Up. Und ich fand die richtig schlimm. Also mir hat die gar nicht gefallen. Ich musste die sogar direkt weitergeben. Die hat so ein Silikonbüschchen, wie ich das eigentlich richtig gerne mag. Mal zu kleinen Noppen. Und das ist jetzt hier die Waterproof-Variante. Ja, ich meine jedenfalls, dass das die Waterproof-Variante von dem anderen ist. Hieß die Lift Up? Ich glaube ja. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin immer mit zu vielen Produktneuheiten konfrontiert. Ich komme dann immer nicht mehr so ganz mit. Auch wenn ich euch das immer alles so aufbereite und so, bin ich dann selbst immer ziemlich verwirrt mit allem. Und ja, ich werde jetzt meine Wimpern einmal biegen und die mal auftragen. Ich bin sehr gespannt, weil eigentlich funktionieren diese Bürstchen für mich immer sehr, sehr gut. Vorher ziehe ich mir aber noch so einen mini, mini dünnen Eyeliner. Eigentlich nur so als Wimpernkranzverdichtung, weil da gleich noch mehr kommt. Feedback jetzt zu der Mascara. Ich muss sagen, ich fand sie jetzt besser als die letzten Mascaras, die ich ausgetestet habe von Catrice. Ich bin wirklich so, mein Herz schlägt so für die Glam & Doll in Waterproof oder die anderen Glam & Doll Mascaras, die es wirklich schon richtig lange gibt. Mit den neuen konnte ich mich irgendwie nicht so gut anfreunden. Und ich finde das Ergebnis jetzt okay, aber jetzt nicht überragend. Wir machen jetzt noch weiter mit den Augen. Und ich habe mir die Lashes gekauft, beziehungsweise eine Variante davon. Das sind die 3D Foxy Volume Lashes. Und da gibt es auch Wimpernkleber dabei. Den werde ich aber nicht benutzen, denn ich habe immer meinen grünen Duo-Kleber. Damit komme ich einfach am besten zurecht. Und die werde ich jetzt einmal zuschneiden und dann einfach einmal aufkleben. Wimpern sind drauf und ich muss sagen, ich bin mir unsicher, ob das die richtigen Wimpern für diesen Look sind. Ich glaube wirklich, dass es besser aussehen würde, wenn ich so ein gestreckteres Augen-Make-up geschminkt hätte. Und ich fand sie tatsächlich auch nicht sehr einfach anzubringen, weil das Bändchen sehr steif schon ist und auch ein bisschen breiter. Also von der Breite, finde ich, geht es noch, aber es ist einfach sehr fest. Das mag ich nicht so gerne. Ich musste tatsächlich es in zwei Anläufen ankleben und das passiert mir eigentlich nie. Kommen wir zu den Lippen. Da habe ich aus dieser Reihe hier zwei Produkte gekauft, beziehungsweise aus der identischen Reihe zwei Farben. Und zwar sind das hier die Shine Bomb Lipsticks. Das Ganze hat halt wohl eine volle Deckkraft, aber ist eben so ein bisschen glossy Finish einfach, ne? Einmal als erstes die Farbe 010 Everyday Favorite. Und das ist die Farbe, die ich ausgesucht habe für die grüne Palette und für die kleine Five in the Box. Die werde ich jetzt nicht benutzen. Das ist so ein kühles Nude. Werde ich dann in dem Video mit den anderen Paletten nutzen. Und für diesen Look hier, der sehr herbstig ist, habe ich mir nämlich diese Farbe ausgesucht, dass ich dachte, das könnte ganz gut passen. Die Farbe 100 Cherry Bomb. Und ich glaube, das ist der dunkelste Ton aus der Reihe. Und das zusammen ist jetzt super. Irgendwie riecht das angenehm. So ein bisschen fruchtig. Ich finde es einfach nur wunderschön zusammen. Gefällt mir extrem gut. Ich liebe ja sowieso so dunkle Lippen und freue mich jetzt schon wieder, meine ganzen richtig dunklen Lippenstifte im Herbst auch zu tragen mit so richtig dunklen Looks auch auf den Augen. Ich liebe die Kombination von dunklen Lippen und extravaganten Augen. Und ich würde sagen, damit haben wir für den Herbst einmal angeklopft mit diesem Look. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat und auf welche Palette ihr euch als erstes am meisten freuen würdet. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!